Wir schreiben das Jahr 2006 in Kiew, Ukraine. Es gehen mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Mitten in der Stadt befindet sich ein verwirrter Mann mit altmodischer Kleidung. Die Polizei ging der Sache sofort auf den Grund und fuhr hin. Der Mann wirkte desorientiert, ängstlich und war völlig mit der Situation überfordert. Sie verlangten dann einen Ausweis und der Mann händigte einen aus. Doch den Beamten fiel sofort etwas Mysteriöses auf. Der Ausweis stammte aus der Sowjetunion. Der Mann ist 1932 geboren und der Ausweis wurde 1950 ausgestellt. Das Foto auf dem Ausweis stimmt allerdings zu 100% mit dem Mann überein. Als sie danach fragten, war er der Überzeugung, dass er sich im Jahr 1958 statt 2006 befindet. Er wurde dann zu einem Arzt gebracht und von der Polizei verhört. Eigentlich wollten sie ihn schon als verrückt abstempeln, doch er trug eine altmodische Kamera bei sich. Auf dieser Kamera befanden sich unentwickelte Fotos, nicht nur, dass er wusste, was auf den Fotos zu sehen ist, ohne dass sie jemals entwickelt wurden, es stellte sich auch noch heraus, dass seine Aussagen stimmen. Die Fotografien auf seiner Kamera zeigen Bilder vom Jahr 1958. Und was ein UFO mit der ganzen Sache zu tun hat, welche Informationen seine Frau bereithält und warum er in der Zukunft verschollen ist, schauen wir uns nach dem Intro an. Hallo zusammen! Heute geht es um den zeitreisenden Sergei Ponomarenko, der im Jahr 2006 aus dem Nichts in Kiew auftauchte, obwohl er gerade eben noch im Jahr 1958 war. Er hatte Angst, war verwirrt und trug altmodische Kleidung, weshalb einige Notrufe bei der Polizei gingen. Laut Angaben der Polizei war der Ausweis wirklich echt und dieser Ausweis bestätigt, dass er 1932 geboren ist, obwohl er aktuell Mitte 20 ist. Die Polizei dachte aber trotzdem, dass der Typ psychisch verrückt ist und brachte ihn deshalb zu einem Arzt. Der Arzt konnte allerdings mit Beweisen feststellen, dass alles, was er sagt, wirklich so stimmt. Im Arztzimmer sagte Sergei nämlich folgendes Zitat: "Es war ein schöner sonniger Tag, also habe ich beschlossen, durch die Stadt zu spazieren. Ich habe meine Kamera geschnappt und bin aus meinem Haus gegangen. Als ich in den Himmel sah, war dort ein seltsames Objekt, das einer Glocke ähnelte. Es flog sehr seltsam über den Himmel. Es ist wirklich schwer zu beschreiben, was ich gesehen habe. Sehen Sie sich am besten einfach meine Fotos an." Der Arzt hat dann daraufhin die Kamera untersucht und es handelte sich wirklich um eine alte Yashima Flex, die von 1953 bis 1954 produziert wurde. Es stimmt also genau mit seiner Zeitspanne überein. Die Filmrolle so alter Kameras können heutzutage nicht mal mehr so einfach entwickelt werden, weshalb die Beamten dann einen Fotografie-Experten baten, den Film zu entwickeln. Der Fotografie-Experte war überrascht, weil sowohl der Film als auch die Kamera selbst in einem perfekten Zustand waren, obwohl die Kamera ja eigentlich 50 Jahre alt sein sollte. Doch es wurde dann immer unheimlicher. Als die Fotos endlich entwickelt waren, sah man jede Menge Bilder von Kiew, aber ganz klar zur Zeit der 1950er Jahre. Die Menschen trugen passende Kleidung und es waren darauf auch Gebäude zu sehen, die heutzutage gar nicht mehr existieren. Genau vor so einem Gebäude, das 2006 nicht mehr existierte, ist auch Sergei mit seiner Freundin zu sehen. Und auf dem letzten Foto des Films befand sich tatsächlich, wie er gesagt hat, ein Bild eines UFOs. Er sagte daraufhin, Zitat: "Jetzt, wo Sie wissen, dass ich die Wahrheit erzähle. Ich weiß doch selbst nicht, was hier passiert ist. Ich habe dieses Objekt am Himmel fotografiert. Das Objekt strahlte mich mit einem hellen Licht an. Ich habe meine Kamera angesehen und bin plötzlich irgendwie in diesem Jahr gelandet." Die Fotos sollten daraufhin weiter analysiert werden und Sergei ging auf sein Zimmer. Nun kommt aber der nächste schockierende Vorfall. Die Überwachungskamera der Einrichtung zeichnete auf, wie Sergei auf sein Zimmer geht, doch dann wurde er nie wieder gesehen. Es gab allerdings keine Möglichkeit, aus dem Zimmer zu entkommen. Die Fenster waren vergittert und der einzige Weg hinaus wäre von Personen und der Überwachungskamera bemerkt worden. Also wo ist er plötzlich hin? Es gab auch keine Spuren, dass er irgendwie einen Geheimweg dort gefunden hätte oder sich irgendwie durch die Wand gebohrt hat oder was auch immer. Die Behörden haben dann noch herausgefunden, dass tatsächlich ein Sergei Ponomarenko 1958 in Kiew als vermisst gemeldet worden war.
Außerdem konnten sie auch seine Freundin von den Fotos ausfindig machen. Sie ist allerdings bereits über 70 Jahre alt. Sie erzählte dann wiederum der Polizei, dass Sergei damals wie vom Erdboden verschluckt war und nach 3 Tagen wie aus dem Nichts wieder auftauchte. Diese 3 Tage, wo er damals 1958 vermisst war, waren genau die 3 Tage, die er im Jahr 2006 verbracht hatte. Aber jetzt wird es einfach nur noch verrückter. Sie erzählte der Polizei auch, dass er im Jahr 1975 nochmal spurlos verschwunden ist. Doch diesmal kam er nicht nach ein paar Tagen wieder zurück. Er ist nämlich bis heute spurlos vermisst. Ein paar Tage nachdem er verschwunden war, hat sie per Post einen Brief erhalten. In dem Umschlag war ein Foto von Sergei aus dem Jahr 2050 und auch wieder aus Kiew. Die Skyline sieht allerdings komplett anders aus mit dutzenden Wolkenkratzern. Hier ist ein Vergleichsbild, wie dieser Ort eigentlich aktuell aussieht. Auf der Rückseite des Fotos steht noch eine kleine Nachricht. Sergei schrieb darauf: Ich bin bald wieder zurück. Was aber aus welchen Gründen auch immer leider nie eingetroffen ist. Also das ist ja wohl der gruseligste und perfekt dokumentierteste Fall von Zeitreisen, den ich je gesehen habe. Die Polizei und die Behörden sind involviert. Ein Arzt ist involviert, der das Ganze untersucht hat. Es gibt dutzende echte Fotografien als Beweise. Der Mann wusste auch, was auf den Fotos zu sehen war, obwohl sie noch nicht mal entwickelt waren. Es gab eine Vermisstenmeldung von damals. Seine Frau gab es auch und sie hatte sogar noch die Fotos aus der damaligen Zeit bei sich. Es stimmt einfach alles überein, was übereinstimmen muss. Auch Zeitreisen sind ja theoretisch rein wissenschaftlich gesehen möglich. Doch kann dieser Vorfall wirklich komplett echt sein? Naja, es ist trotz der vielen Beweise sehr schwer zu sagen. Denn alle diese Beweise, Fotos, Interviews und so weiter, die es gibt, sind nachgestellt worden. Und zwar von einer ukrainischen Mystery-Dokumentationsreihe namens Aliens. Am Anfang jeder Episode gibt es dort einen Disclaimer, der besagt, die Aliens-Serie veranschaulicht nachgespielte Ereignisse von kontroversen Themen. Alle Theorien und Hypothesen können nicht zu 100% als korrekt eingestuft werden. Alle Informationen und Szenen, die wir zeigen, basieren auf Augenzeugenberichten. Die Meinungen zu den Thematiken obliegt dir. Also diese Alien-Serie ist eigentlich so ähnlich produziert wie meine Videos. Man nimmt Berichte, Ereignisse oder Augenzeugenberichte und so weiter, stellt die Szene nach oder erzählt die Geschichte, die passiert ist, und so erfährt man dann ein interessantes Thema und hat aber selbst die Wahl zu entscheiden, ob man der Story glaubt oder nicht. Das heißt allerdings trotzdem, dass die Produzenten der Folge Augenzeugen hatten, die genau über diesen Vorfall so berichtet haben, wie es gezeigt wurde. Es gab vielleicht wirklich diesen Mann, allerdings wahrscheinlich unter einem anderen Namen. Es gab wirklich diese Fotos und es gab auch wirklich seine Freundin, die in der Zukunft einfach über 70 Jahre alt war. Es gab wirklich seinen Sowjetunion-Reisepass, doch im Internet lässt sich einfach nichts darüber finden. Das erste Problem ist wohl die Sprachbarriere. Ich denke, wenn man ernsthaft dazu recherchieren wollen würde, müsste man auf jeden Fall Ukrainisch sprechen. Es war für mich schon gar nicht so leicht, die originale ukrainische Sendung zu finden und ich kann auch kein Wort verstehen, was dort geredet wird. Und selbst ohne Sprachbarrieren gibt es wohl einige Probleme, weil die Augenzeugen sich eventuell ja bei den Produzenten gemeldet haben und das gar nicht so öffentlich herausposaunen dürfen oder wollen. Und ich denke mal, dass die Produzenten dann auch alle Namen geändert haben und vielleicht sogar den Ort geändert haben und was auch immer. Und so hat man dann keine Chance mehr, irgendwas darüber herauszufinden. Außerdem gibt es ja auch noch die klassische Theorie, dass solche kontroversen Themen ja nicht publiziert werden dürfen, damit die Bevölkerung nicht in Panik gerät. Die Frage ist allerdings, falls es diese Augenzeugenberichte wirklich gibt, ob sie dann wirklich genauso detailgetreu passiert sind, wie berichtet wurde, dann wäre die Story für mich eigentlich wirklich ein Beweis, dass es Zeitreisen geben kann, oder ob die Produzenten große Teile oder sogar alles einfach nur erfunden haben. Doch nun stellt sich die Frage, glaubt ihr, diese Zeitreisen der Story ist echt, oder haben die Produzenten da sehr viel hinzuerfunden? Und denkt ihr überhaupt generell, dass Zeitreisen möglich sind? Ich freue mich auf alle eure Kommentare. Um meine Videos zu unterstützen, könnt ihr jetzt das Video liken, meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Vielen Dank an die Patreon- und Kanalmitglieder. Schreibt eure Wunschthemen jetzt in die Kommentare und hier erwarten euch 2 weitere gruselige Videos.